Der Grundgedanke war einfach, dass in England und in Großbritannien eine sehr, sehr vielfältige Blechbläserkultur herrscht. Und da liegt es natürlich nahe, dass man so ein Land mal abgreift, um damit eine CD zu machen. Es ist letzten Endes so eine kleine Zeitreise Großbritanniens. Und ich finde, wir haben unfassbar passende, gute Stücke ausgewählt. Wir fangen ja an mit dem Holborn als ältestes Stück. Eins, zwei. Und mit Beatles und Bond als letzte Stücke. Und da gilt es dann eben, eine Brücke zu bauen durch die anderen Jahrhunderte hinweg. Das Ensemble klingt, ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es funktioniert wunderbar. Zu sehen, wohin sich die Musik entwickelt hat oder woraus sich die Musik auch entwickelt hat, ist sehr spannend. Wie es im Endeffekt für den Zuhörer ist, das muss dann jeder selber natürlich entscheiden. Ja.